Hallo ihr Lieben, Salam Alaikum, ihr Dabadan Dragimoy. Heute habe ich wieder ein super leckeres Brotrezept für euch, was derzeit auf den serbo-kroatischen Koch- und Back-Internetseiten hoch und runter gepostet wird. Das Brot nennt sich das Brot, das den Balkan verrückt macht. Die Zubereitung ist wieder ganz einfach und das Tolle ist, dass die Stoneware von The Pampachef, also der runde Zaubermeister, wieder zum Einsatz kommt. Und das Brot nennt sich Chlebkoje Zaludejo Balkan, also das Brot, das den Balkan verrückt macht. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch wieder ein schnelles und einfaches Brotrezept aus dem Balkan zeigen. Ich habe es aus dem Internet von Kulinarika und dort ist es als das Brot, das den Balkan erobert, hinterlegt. Es ist wieder ohne Küchenwaage zuzubereiten, also wieder ganz, ganz einfach. Die Küchenmaschine bleibt aus, Brot bereiten wir mit den Händen zu. Und als Maßeinheit dient ein Messbecher, den wir jeweils bis zur 250 ml Markierung befüllen. Wir benötigen 2,5 Becher Mehl, 1 Teelöffel Salz und 1/2 Esslöffel Zucker, einen Becher heißes Wasser und ein Päckchen Trockenhefe. Das war's auch schon. Um die Hefe zu aktivieren, wird wieder ein Becher Hefe, das Salz, der Zucker, die Hefe und eine Tasse heißes Wasser verrührt. Ich hole euch jetzt mal ran und zeige euch, wie die Hefe heute aktiviert ausschaut. Abgedeckt ruht der Teig nun etwa 60 Minuten. Die Backunterlage wird gemehlt und der sehr gut aufgegangene Teig kommt auf die Unterlage. Und wird rechteckig ausgerollt. Der Teigroller ist wie gesagt immer sehr praktisch, weil er nicht so groß ist und meine Küche ist sehr klein und ich ecke ja wirklich überall an und brauche auch kein großes Nudelholz, sondern der Teigroller leistet wunderbare Arbeit. Ganz einfach. Ich hole euch mal ran. Dann wird der Teig gefalten und kommt in den vorbereiteten runden Zaubermeister. Der Teig kann jetzt erneut etwa 30 Minuten ruhen und ich bereite in der Zwischenzeit das Eiweiß und das Wasser zu.
Viel vorzubereiten gibt es da nicht, aber ich rühre es schon mal an. Wie gesagt, wir benötigen ein Eiweiß. Und einen Esslöffel Wasser. Damit wird das Brot dann bestrichen. Der Teig ist wieder gut aufgegangen. So schaut's aus. Das Brot kommt dann in den vorgeheizten 220 Grad Backofen für 60 Minuten bei Ober-Unterhitze. Das Brot nennt sich, wie gesagt, das Brot, das den Balkan verrückt macht, also Chlebkoje Saludeo Balkan. Und welche wunderbaren Produkte von The Pampered Chef bei diesem Rezept alles zum Einsatz kamen, zeige ich euch auf den nachfolgenden Bildern. Habt ihr Interesse an den Produkten von The Pampered Chef? Schreibt mich einfach an oder besucht meinen Online-Shop, welchen ich unten in der Infobox verlinkt habe. Und nun kann ich euch auch, wie zu Beginn meines Videos angekündigt, unser Januar-Special verraten. Ihr erhaltet 20% Rabatt auf unsere Stoneware-Produkte. In diesem Video, wie gesagt, habe ich den runden Zaubermeister verwendet, welcher ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern hat und somit für unser täglich Brot zuständig ist. Es gibt, wie gesagt, auf alle Stoneware-Produkte 20% Rabatt. Schaut doch einfach mal vorbei. Und auch bei diesem Gericht kamen wieder wunderbare Küchenhelfer von The Pampered Chef zum Einsatz. Zum Beispiel, wie so oft, das Messbecher-Trio, womit man wirklich für jede Gelegenheit.
Sahne der Pfefferdiente. Da kommt. Huh?